Hallo Freunde, willkommen in Fast Dead Frontier oder auf Fast Dead Frontier. Eine neue Map oder für mich neue Map. Reichlich leer, ich habe eine Scheune hier. Da stehen schon mal zwei Traktoren drin. Also man fängt wirklich mit dem Grundlagen an. Pickup, da hinten steht wieder der Drescher, der Standard, da im Feld. Was gibt's denn hier? Hier gibt es nicht viel, so wie das aussieht. Grünerberg, es gibt hier eine Zugstrecke oder wie? Sieht so aus, das ist die Zugstrecke. Also, ich vermute mal, dass ich hier bin. Es gibt was zu sehen, also schauen wir es uns an. Nehmen wir den kleinen hier, das wäre doch mal was. Ich weiß gar nicht, ich bin den schon mal gefahren. Alter Bührer. Vielleicht ist es besser für mich, wenn er nicht so schnell ist. Oh, ihr hättet den Hänger da lassen können, den brauche ich nicht. Den das wir da haben ein Feld. Das heißt, wo ist das jetzt hier? Also das kann man alles einzeln kaufen hier. Das unten gehört mir. Ach, da bin ich auch. Okay. Das hat mir gehört, das Feld und die Wiese drumherum. Und das ist dann mein Hof. Das ist nicht viel, ne? Das heißt, wir kommen heute nicht hier weg. Ich muss mich. Oder komme ich da durch? Aha, dann haben wir das Silo. Also ein Trailer zum Wohnen, wir haben Silo und wir haben eine Scheune. Okay. Dann haben wir Schneidwerkswagen. Schauen, der Schneidwerk vorne dran. Also das Licht, das Schneidwerk Licht dann, das Schneidwerkwagen Licht da hinten. Okay. Dann wundern wir uns einfach nicht. Jetzt schauen wir mal, wo wir rauskommen. Also, hier haben wir noch einen Tank. Jetzt eine Delle. Ich hoffe, er war leer. So, und da kommen wir links weg. Also es hat was vom Niemandsland und oder Schlummerland, nur ein paar Vorgaben, dass man schon mal weiß, wo der Hof sein soll und schon ein Feld hat, wo er anfangen kann. Und dann können wir fahren, 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 wie wir wollen. Und da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Und dann müssen wir dann irgendwann rechts und gucken, was da das gibt. Okay. Ja, da kann man sich unheimlich viele kleine Felder kaufen, also sich einfach Land kaufen, was man so gerade will, immer so ein Stückchen vergrößern, bis einmal alles gehört. Also für jemanden, der alles selber aufbauen möchte, ist das nicht schlecht. Man Bäume drauf, die muss man fällen, gut. Ich mach's auf Schlummerland. Funktioniert ganz gut.
Dann baue ich mir meine Produktion und verkaufe dann auch selber. Hier gibt es welche vorgegeben. Wie man es mag. Manche brauchen es vorgegeben und manche machen es eben alles selber. Wenn ich den Schatten so betrachte, können wir meinen, mein Traktor schwebt ab und zu. Na, so geht's eigentlich von der Seite. Es ist weites Land, es ist viel flach. Also schön zum Felder gestalten. Also sich dabei was aufbauen ist toll. Mir macht Spaß. Mit nichts, einfach aufbauen, nach und nach sich das Geld verdienen, um was weiterzumachen. Manchmal geht es nicht eigentlich schnell genug. Oder einzige, was fehlt, diese Mission, wo man Geld machen kann. Da muss man sich jetzt selber was überlegen. Da muss man eben irgendwas anbauen, was Geld bringt. Die ersten ein, zwei Ernten verkaufen. Da muss er eben vorspulen. Bis er ein bisschen Geld hat und dann langsam aufbauen. Dauert es eben ein paar Jahre mehr. Oder man nimmt sich das ganze Geld und baut sich einen super Hof dahin und fängt dann an zu spielen. Wie jeder mag. Ich für meinen Teil fange lieber mit nichts an und erarbeite mir das alles. Und gucke, ob ich nach und nach einen Hof zusammenkriege. Aber dementsprechend sieht der Hof danach aus. So, irgendwo kommt jetzt hier, wo ich rechts ab muss, oder? Also es ist eine große Karte, wo man weit fahren muss. Das ist schon ein zweiter Traktor nicht schlecht, wenn den ersten kann man losschicken, hier was machen, und den zweiten kann man derzeit arbeiten. Sonst sitzt man da und wartet, bis der Traktor wieder da ist. Sieht's denn hier, wo bin ich denn? Da unten bin ich. Okay. Dann kommen wir gleich an die Bahnlinie. Die habe ich auf Niemandsland oder Schlummerland auch nicht, die Bahnlinie. Fehlt mir auch nicht, weil ich eigentlich wenig mit Bahn spiele. Also diese Missionen muss irgendwo was hinbringen. Mich selber ist Bahn uninteressant. So, jetzt geht's um die Ecke und dann geht's nun mal in die Zivilisation. Sie ist schön gemacht, auf jeden Fall. Das ist sehr natur, sehr urban. Und hier hinten haben wir dann Tankstelle, Verkaufspunkte, Bauernmarkt, Ranch, der kann man Zug mieten. Ups, ich bin hier etwas abgerutscht. Wie ich abgekommen, aber das macht hier ja nichts. Also das soll im 25er auch gut sein. Da merkt man jetzt Unebenheiten im Boden. Also hier kann ich fahren, worüber ich will. Ich bleibe gerade. Es wackelt nichts. Soll ich mal rechts abkönnen oder nicht? Ich muss den riesen Bogen da fahren.
Es ist viel Fahrerei. Gut, ist halt so auf der Karte und ist halt so im Leben, was man dahin muss. Videos ist natürlich schlecht. Aber es ist auch nicht viel mehr zu sehen hier. Nun kann es nicht da durchgucken und jetzt nicht, ob ich da querfeldein durchkomme. Sonst könnte ich abkürzen. Dann geht's hier. Ich bin da. Und da oben kommt dann noch Händler. Deiner, da kommen Verkaufsstellen. Zu Container. Nu, jetzt habe ich nie aufgepasst. Jetzt bin ich gekommen von mich. Das ist schlecht gemacht hier. Ich hätte ein bisschen mehr Deko machen können für die Kreuzung. So einfach wie ein Tee aufeinander hauen. So fährt hier keiner. Oh, ein Mangel. Bei dem Cannabis sind vernünftige Texturen dabei, oder? Ist auch wieder eine Grundlage. Naja, ein bisschen hat man was, ist auch immer noch Standard. Das ist nichts Besonderes an Texturen dabei, nichts Neues. Ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand die ganze Textur sammelt und in der Map alle reinpackt. Dass man da sich was Schönes zusammenbauen kann. Auch im Game und nicht nur im Editor. Also sind Bäume da, ist es Landschaft da, man kann überall was tun. Man hat viel Platz sich zu erweitern oder eben sich andere Produktionen, Verkaufsstellen hinzubauen. Es ist halt wieder eine Karte, wo man alles selber machen muss. Oder so gut wie alles. Wie gesagt, Niemandsland oder Schlummerland sind die Richtung. Niemandsland mit gar nichts, außer vielen Steinen und viel Holz. Schlummerland, da gibt es ein bisschen Wegenetz. Was man finden muss, weil es auf der Karte nicht verzeichnet ist. Leute wie mich, die das reizt, etwas halt selber aufzubauen, ist das gar nicht mehr schlecht. Also da reizt sich diese Karte einfach ein. Da gibt es ein paar mehr Vorgaben, ein paar Verkaufsstellen. Aber es ist jetzt nichts groß anderes. Also für alle, die gerne was neu anfangen, mit Null anfangen und so etwas, ist das genau richtig. Wer klein aufbauen will, wer das Große schaffen will, hier ist genug Platz. So, ich müsste jetzt mal irgendwo in der Zivilisation hinkommen. Sonst ist das Video rum und ich habe noch gar nichts gezeigt. Ich werde den Weg zu der anderen Siedlung. Also hier oben die. Ich bin jetzt da unten, die gucken wir uns an und da hoch werde ich dann
den Weg aussparen. Da bin ich dann da und zeige es euch. Wollt euch einmal was zeigen, wie es hier schön aussieht, wie es gut ist. Aber das muss ich euch dann nicht nochmal antun. Aber jetzt ziehen wir das noch durch, bis wir da sind und dann schauen wir uns um und dann springen wir zu der anderen Seite. Ich habe gerade gedacht, da kommt ein Auto entgegen, aber das ist ein Busch auf dem Weg. Können wir meinen, ist lange keiner mehr vorbeigekommen. Warum auch? Also, wie sieht es denn aus jetzt? Gut, den Bogen noch und dann sind wir da. Jetzt speichert er nicht, fahre irgendwo gegen. Ja, Brücke kann er nicht fahren, da ist gar keiner. Aber ich komme vom Weg ab. Doch eine Brücke gab es, wo der Zugstrecke herlief. Also, es lohnt sich hier auch große Trucks mit 80 Stundenkilometer, weil die sind dann schneller unterwegs. Die sind dann schneller von A nach B, weil mit dem Kleinen hier dauert es. Das sieht auf der Karte gar nicht so weit aus. Was hier fehlt zwischen ist eher so eine Waldhütte oder irgend sowas, ein Schießstand oder ich weiß, ist gar nichts. Zum Glück keine Leben, keine Menschen sind. Ich bin der Einzige hier. Gut, das haben wir noch lieb, Niemandsland und Schlüberland auch. Da gibt es ja nichts, also gibt es einen selber. Und dann baut man sich eben das Leben drumherum. So, kommen wir schon in Sichtweite von irgendwas. Also nur das Rumfahren, da verbraucht man kein Geld. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man kein Geld ausgeben, außer Sprit und der wird hier sehr wenig verbraucht. Also wenn ihr eine Stunde fahren noch zum Tanken, ist das schwierig. Deswegen haben wir den Tank auch zu Hause im Hof. Die man doch irgendwann füllen sollte für Notfälle. So, da sehe ich was Rotes davon ist im Gebäude. Hier ist die Welt zu Hause. Oh, asphaltierte Straße. Wow. Oh, da waren Autos. Hier sind Tankstelle. Und der fährt mir natürlich. Ey, ich habe Vorfahrt. Ist es denn wahr? Haut der mich einfach eine Straße weg. Ich hoffe, das hat man in 25er rausgenommen. Der kommt jetzt da wieder raus. Ne? So schnell kannst du gar nicht getankt haben. Sieh zu, dass du wegkommst. So. Dann war das hier die Tankstelle. Rechts die hohen Gebäude ist ein Feed and Grain. Da kann man was verkaufen. Da kann man Getreide verkaufen.
Da ist der Bauernmarkt rechts, links, den sehen wir ja. Gibt es hinten noch mehr? Nein. Da ist noch was. Aber das ist kein offizieller Weg da vorne. Okay, hier geht es nicht offiziell nach hinten. Da gibt es eine Ausfahrt, die nehmen wir mal und. Also gegenüber der Bauernmarkt. Hier ganz wieder KI-Verkehr. Das ist so etwas, was ich bis jetzt irgendwann im Laufe des Spielens habe ich überall den KI-Verkehr ausgemacht, weil er mich dann doch irgendwo behindert hat. So eine kleine Siedlung, ein paar Häuser. Hier wird gewohnt. Und da bin ich schon wieder raus. Da noch Getreidesilo. Verkauf von Zugcontainern, das kenne ich auch noch nicht. Da raus. Links raus, eine nächste rein. Weil das interessiert mich, das kenne ich noch nicht. Auch dieses Video wird wieder etwas länger, aber vielleicht kürze ich es am Anfang. Mal schauen. Mal. Weiß ich noch nicht. Wir haben sehr viel Zeit gebraucht, um hier hinzukommen, in dieses Örtchen. Also keine Schilder, was es ist. Das sieht wie eine Mühle aus, geradeaus. Getreidesilo, alles sehr weitläufig. Gut, das Gebäude kenne ich, da kann man durchfahren. Das ist alles für Autodrive gut gemacht. Viel Platz zum Drehen. Das hier, dieser Verkauf von Zugcontainern. Gut, man kann rumfahren und man kann sich festfahren. Ich mache jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns an der
anderen Siedlung wieder. So, ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht hier zum Händler. Also wirklich ganz hier hoch in die Ecke. Der scheint recht groß zu sein, da dürfen wir keine Probleme haben mit irgendwo, dass die Zugmaschine oder der Hänger direkt vom Zaun rauskommen und man keine Ahnung, keine Möglichkeit hat, irgendwas anzuhängen. Und keine Möglichkeit, einen Drescher zu drehen oder irgendwas. Hier ist Platz genug. Think big. Also, das hat hier jemand getan. Viel Platz. Für mich gut, denn ich lasse die meisten Sachen da stehen beim Händler. Was willst du denn davon hin? Und wenn ich irgendwie Düngemittel oder sowas kaufe, ich fülle meine Sämaschine, den Rest lasse ich stehen. So ist das mit denen vorbei. Könnt dem jetzt von hinten drauf fahren. Aber es bringt ja nichts. Wieder eine Ärger mit Versicherung. Aber es soll ja noch mehr kommen hier oben. Ich hätte doch den anderen Traktor nehmen sollen, der ist vielleicht ein bisschen schneller. Wer weiß. Aber es geht jetzt gerade hoch hier. Da haben wir eine Tankstelle. Ein Diner. Kalkstation zum Kaufen. Getreidesilo Ost, also für die Bahn. Dann wieder Zugcontainer zu kaufen. Feed and Seed, das heißt, hier gibt es Saatgut scheinbar. Dann haben wir einen Viehhändler. Und Verkauf von Ballen und Silage. Haben wir alles hier oben? Das, was der Bauer so braucht. Ansonsten gibt es ja nichts mehr, ne? Dann ist hier fertig. Da oben ist eben noch die Außenstelle, wo als Verkaufsstelle, wo ich mit dem Zug hinkomme. So, dann haben wir hier die Tankstelle. Der hat Platz für mich, mal eben diese Kurve zu umgehen. Auch schön groß, da komme ich auch mit dem Truck drunter. Irgendwann die Zeit vergangen ist und ich genug Geld habe, mich sowas zu leisten. Schön breite Straßen. Hier ist der Diner. Die ist auch riesig. Es gibt so große Diner gibt. Gut, ich war noch nicht in Amerika. Ist das möglich? Also wie gesagt, es ist viel Platz hier. Man kann sehr viel bauen, man kann sich Produktionen hinbauen, Produktionsketten erstellen und Verkaufspunkte hinstellen. Es gibt hier mittlerweile alle Mods, die man sich vorstellen kann. Hier kommen wir dann eben zu den Zugsilos. Und da vorne ist die Karte zu Ende. Rechts ist noch der Viehhändler. Vorher kommt eben noch das Verkauf für Saatgut. Und ich denke, das war's. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Für die Leute mit nach viel Geduld, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Bleibt gesund. Mir gewogen, bis zum nächsten Mal.